Jetzt sage ich Ihnen Folgendes, Herr Kollege Münchinger. Ich muss glauben, was in dem Gutachten steht. Und wenn ich das glauben muss, dann muss ich annehmen, dass Sie uns jahrelang Ihren schlechten Gesundheitszustand und Ihre 80-prozentige Teilinvalidität vorsätzlich verschwiegen haben. Sie waren zu so und so vielen Aufgaben gar nicht befähigt und daher zu deren Durchführung gar nicht berechtigt. Was ist denn, wenn einer von den vielen daherkommt, die Sie alle einkasselt haben nach Stadelheim und sagt zu mir, ich bin verhört worden von einem Kriminaler, der selber nichts hört, weil er nachweislich seit Jahren halbseitig taub ist? Und dass Sie gar nicht mehr berechtigt sind zum Tragen einer Dienstpistole bei Ihren unkontrollierbaren Reflexen. Sie haben nur verkehrte Reflexe und null Reaktionsvermögen. Und dass bei Ihnen auch noch angenommen werden darf, dass bei Ihnen auch noch ein frühkindlicher Milieuschaden aufgrund asozialer Verhältnisse vorhanden ist, das hat ja auch niemand gewusst. Sie hätten überhaupt nicht eingestellt werden dürfen. Und wie stehe ich jetzt da mit meiner Befürwortung Ihrer Beförderung zum stellvertretenden Leiter Tötungsdelikte? So ein Schmarrn. Schmarrn oder nicht Schmarrn, Sie geben jetzt als erstes Ihre Dienstwaffe ab. Sie. Und was ist jetzt, wenn ich es irgendwo verloren habe? Was? Hä?